Hallo, wir wurden zu einer bewusstlosen Person alarmiert. Ja, genau hier, die Ingrid ist zusammengeklappt. Der Weihnachtsbaum steht ja noch. Ja, da kommt bald die Osterdeko dran. Ist klar, was ist denn genau passiert? Naja, sie sollte eigentlich gleich zu einer kleinen OP und jetzt das. Vielleicht die Aufregung, noch nichts gegessen? Ach, eigentlich gar nicht bei ihr. Sie hatte ja auch eine Tablette zur Beruhigung genommen. Okay, und was genau? Träumikum oder so. Dormikum. Ja, genau. Eine halbe? Ja, die andere Hälfte liegt noch hier. Komisch, dann direkt umzufallen halte ich für etwas übertrieben. Nee, das kriegt die auch immer, wenn irgendwie sowas ist. Davon ist sie noch nie umgefallen. Also Werte sind soweit alle okay, nur der Blutdruck ist etwas mau, aber nicht interventionswürdig. Atmung und so weiter ist ja auch alles in Ordnung. Mann, vielleicht war auch dieser Saft abgelaufen. Welcher Saft? Naja, sie hat ein Glas Grapefruitsaft getrunken vorher. Und hat man ihnen nichts dazu gesagt? Nee, was denn? Grapefruitsaft kann die Wirkung von Medikamenten sehr stark beeinflussen. Bei oraler Einnahme von Dormicum kann das sogar bis zu einer toxischen Wirkung führen. Muss ich mir jetzt eine neue Frau suchen? Ist die jetzt Üm? Ja, wir haben da was, um die Wirkung von Dormicum aufzuheben, aber sie war definitiv ein Glas Grapefruit von Üm entfernt.